Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Runaway, a Road Adventure. So, wir sind jetzt immer noch bei den Verrückten. Wir schauen uns mal das Maschinchen an. Nein, ich lasse die Klapperkiste lieber stehen. Klapperkiste. Sie hat 7 farbige Lampen und ist an die Maschine angeschlossen. Sie zu bewegen wäre keine so gute Idee. Warum denn? Das ist eine Enduro, ein Geländemotorrad. Damit kann man überall durchfahren. Nein, ich kann Joshuas Motorrad nicht mitnehmen. Oh, wie langweilig. Das ist ein etwas älteres Modell. Heutzutage benutzt man vor allem die Igloo-Form. Ich glaube nicht, dass es Joshua gefallen wird, wenn ich sein Zelt betrete. Und ehrlich gesagt, möchte ich nicht, dass so ein verrückter Typ durchdreht. Na gut. Ich würde jetzt nochmal zum Bergwerk gehen. Oh, verdammtes Bergwerk. Es hat Gina umgebracht. Gerade jetzt, als ich anfing sie. Besser, ich denke nicht daran. Ich muss mich konzentrieren, um dieses große Rätsel zu lösen. Ich schulde es Gina. Wenn ich den Felsen vom Eingang bewegen könnte, würde ich gewiss das Hopi-Dorf durch das Bergwerk erreichen. Ja, ja. Wenn ich den Felsen... Das ist ein richtiger Brocken. Ich würde ihn nicht einen Millimeter bewegen. Sie hat einen alten Antrieb und wird von Hand gelenkt. Leider hat sie ein kaputtes Rad. So kann ich sie nicht benutzen. Mit dem kaputten Rad werde ich sie nicht bewegen können. Ich vermute, dass man sie benutzt hat, um das Werkzeug für die Bergleute zu deponieren. Aber jetzt ist sie leer. Nein, ich glaube nicht, dass ich sie für irgendetwas benutzen kann. Außerdem ist sie viel zu groß, um sie herumzuschleppen. Gina, egal wo du bist, ich schwöre dir, dass ich nicht eher ruhen werde, bis ich herausgefunden habe, warum dein Vater umgebracht wurde. Und welches Geheimnis das Kruzifix umgibt, das sich am Ende als Indianerschlüssel entpoppt hat. Unmöglich. Obwohl hier eine Leiter ist, sind die meisten Stufen kaputt. Also brauchen wir definitiv die Leiter. Guck mal. Ich glaube, das könnte eine Ölkanne sein. Nimmst du noch mit? Sie ist etwas schwer, aber ich kann sie vielleicht gebrauchen. Ist hier hinten noch was? Nicht wirklich. So, was haben wir denn jetzt alles? Wir können ja mal gucken, ob Rutger jetzt da ist. Nö. Okay, da gehen wir wieder. Schauen wir uns hier mal um. Das muss ein Planwagen gewesen sein, da er eine Art Eisenbögen an den Kanten hat und noch weitere Bögen derselben Art auf beiden Seiten des Wagens. Ich vermute, dass man die Ware mit Riemen festgezurrt hat. So war sie während der Fahrt gesichert. Er ist an einem der Eisenbögen befestigt. Ich kann ihn nicht abreißen. Der Riemen scheint stark und ziemlich lang zu sein. Einverstanden. Ich werde ihn direkt am Eisenbogen abschneiden. So kann ich ihn fast ganz mitnehmen. Er muss zwischen 6 und 8 Meter lang sein. Ich kann ihn bestimmt noch brauchen. Ja, ja.
Ich würde jetzt nochmal zur Bank gehen und mal gucken, wo der Keller sein könnte. Und dann bin ich schon wieder überfragt. Dann habe ich schon wieder überhaupt keine Ahnung, wo ich hin soll. Es fehlt ein Stück vom Boden. Irgendein schweres Objekt muss das Loch verursacht haben. Die Trümmer und die Erde bedecken den größten Teil des Loches. Ich glaube nicht, dass ich in den Keller hinabsteigen kann. Du bist so langweilig. So, na gut. Na gut. Hier kommen wir nicht weiter. Guck ich nochmal bei den Jungs, ob die bestimmt irgendwas vergessen haben. Hier liegt auch noch was. So, da Rutger noch nicht da ist, gehen wir zu Saturn hoch. Ich wette, dass Saturn zu den Leuten gehört, die keine geregelten Ruhezeiten haben. Ich glaube nicht, dass Saturn es gern sieht, wenn ich mich auf sein Bett lege. Er ist Teil des Gerätes dort drüben. Vielleicht ist er eine Art Bremse. Mal sehen, wie der Hebel funktioniert. Mist. Mann, was hast du gemacht? Du sollst meinen Katapult nicht anfassen. Es tut mir leid, ich wusste nicht, was es ist. Wenn du nicht weißt, worum es sich handelt, sollst du es auch nicht anfassen. Du hast mich um einen niegelnagelneuen Farbeimer gebracht. Verdammt sei die Stunde, in der ich dieses Katapult baute. Bitte sei nicht böse, mein Freund. Ich werde gar nichts mehr anfassen. Das hoffe ich. Entschuldigung. Hey, Saturn. Was? Mein Freund, ich möchte dich um etwas bitten. Wenn es in meiner Macht steht? Diese riesigen Steine, die du für deine Skulpturen benutzt, wie schaffst du es, sie hier hochzubekommen? Hast du eine Art beweglichen Kran oder etwas Vergleichbares? Nein, es ist viel einfacher. Oscar, der Lehrling von Mama Dorita, hilft mir. Er ist enorm kräftig und kann Steine von mehreren hundert Kilo Gewicht allein heben. Dafür gebe ich ihm wiederum Mentholkautabak, den Rutger für mich macht. Der Hühne schwärmt nämlich für Kautabak, weißt du? Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Bis bald. Okay. Nämlich das was. Ist ein Schleifklotz. Kevin muss ihn verloren haben. Tja, ich hebe ihn besser vom Boden auf. Kevin wird mir bestimmt dankbar sein, wenn ich ihm den Schleifklotz zurückgebe. So, der Farbeimer, ist der jetzt in die Bank geflogen? Gehen wir mal zur Bank. Nochmal. Ob der eventuell dorthin geflogen ist. Ich trinke derweil mal einen Schluck. Bis der fertig ist, habe ich was getrunken. Trinken ist wichtig. Immer viel trinken. Ja, da ist er.
Zweifellos ist das der Farbeimer, den ich mit dem Katapult abgeschossen habe. Nein, ich würde mich mit Farbe vollschmieren. Außerdem ist die ganze Farbe ausgelaufen und Saturn wird es nichts nützen, wenn ich ihm den Eimer zurückgebe. Das halte ich für keine gute Idee. Ich wollte es ja nur probieren. Das bringt nichts. Das bringt alles nichts. Ich überlege, hör auf damit. Irgendwas habe ich irgendwo vergessen. Warte mal, wenn Rutger ihm den Kautabak, dann muss er doch. Aber der ist nicht da, ne? Das haben wir schon gemacht. Und vielleicht findet er jetzt was. Ja? Ja? Diese trockenen Tabakblätter könnten wir sehr gut gebrauchen. Ich soll die Tabakblätter in die Schale geben? Das werde ich auch tun. Aber jetzt noch nicht. Aber jetzt noch? Okay. Was ist? Der Behälter ist ziemlich groß. Er muss ungefähr 200 Liter fassen können. Können wir uns Wasser klauen? Ich frage Saturn lieber, ob ich mir etwas von dem Wasser nehmen darf. Dann fragen wir Saturn. Hey, Saturn. Was? Mein Freund. Ich möchte dich um etwas bitten. Wenn es in meiner Macht steht? Kann ich mir etwas Wasser aus der Maschine borgen? Klar, Mann. Wasser darf man niemandem vorenthalten. Nimm so viel Wasser, wie du brauchst. Okay. Mich interessiert da noch etwas. Ja? Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Bis bald. Okay. So hat er jetzt ja gesagt, also holst du jetzt Wasser. Einverstanden. So einfach geht. Fertig. Die Ölkanne ist randvoll mit Wasser. Okay. Wisst ihr, was ich mit dem Wasser machen kann? Ah, oh, das wird mir doch nicht funktionieren, ne? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Mir funktioniert immer so selten was. Ich könnte doch das Wasser. Davon halte ich nichts. Genau. Ach ja? Ich werde das Wasser aus der Ölkanne in den Tank der Lokomotive gießen. Und was, mein Freund, haben wir jetzt damit erreicht? Ich weiß es nicht. Wir können mal zu Sushi gehen. Vielleicht kann die uns noch mal weiterhelfen. Ich
brauche ein Feuerzeug. Oder warte mal, vielleicht kann ich... Geh mal hier. Vielleicht kann ich die Plakate jetzt mitnehmen, als Zunder benutzen. Ich bin kein Kopfgeldjäger. Und fürchte ich, dass jede dieser Gestalten schon mehr als ein Jahr... Okay, es tut mir leid. Nichts davon interessiert mich. Geht nicht. Sie ist am Schrank befestigt. Wie auch immer. Ich glaube nicht, dass ich sie gebrauchen kann. Du brauchst auch nie was. Aber das wäre doch voll einfach. Arsch. Hallo Sushi. Hallo Brian. Wie sieht es aus? Hast du etwas Neues herausfinden können? Ich bin noch dabei. Hör mal, da gibt es etwas, worüber ich mit dir sprechen will. Ich bin ganz Ohr. Es geht um das alte Bergwerk. Könntest du mir die Geschichte erzählen? Warum seid ihr in eine Bank? Ich werde weitersuchen. Vielen Dank für deine Hilfe, Sushi. Bis bald. Bis bald. Und viel Glück. Na gut, ihr Lieben, ich werde an der Stelle erstmal Schluss machen und gucke mal. Ich habe mehrere Speicherstände und da gucke ich immer so hin und her und tue das dann mit euch zusammen machen. Suche mir das alles so ein bisschen raus, weil so ewig hin und her rennen, das wird auch langweilig mit der Zeit. Deswegen... Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge von Runaway, a Road Adventure. Bis dahin. Ciao.